Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play FIFA 23, unsere Karriere mit Bilbao. Ja, nach unserer ersten Saisonniederlage gegen den FC Sevilla, die ja jetzt Dritter sind dadurch, geht's weiter mit dem nächsten Spiel bei CH Osasuna. Wir wollen natürlich wieder die Erfolgssport zurück. Es war eine knappe Niederlage, 3:4, am Ende leider sehr spät, ging doch ganz gut, dann können wir auch nichts mehr machen. Aber ist halt so. Ne? Passiert mal, soll vorkommen, ist nicht tragisch. Wir haben da Vorsprung. So, gehen wir rein. Oder heute steht uns ein Kracher ins Haus. Es ist einfach ein Spiel, auf das sich alle Beteiligten schon seit Tagen freuen. Jetzt live aus dem Estadio El Sadar. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen hier im Estadio El Sadar, liebe Fußballzuschauer. Ich darf Sie herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Ich bin wie gewohnt Ole Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. In 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und das bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. So, geht gleich los. Nur noch nebenbei, ich suche tatsächlich noch einen neuen Linksverteidiger für Bilbao, da eigentlich Gaia nur eine Notlösung ist, weil er ist eigentlich kein Baske und das passt halt einfach irgendwo nicht in diese Transferpolitik. Deswegen suche ich noch, wenn man da so holen könnte oder vielleicht jemand umschulen könnte. Das mal so klein als Anmerkung. Vielleicht habt ihr da ja die ein oder andere Idee. Okay, gehen wir rein ins Match. Wie gesagt, Osasuna. Machbar. Aber schauen wir mal. Darko. Volimir. Gomez. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und zu Bielda sagt dann, jo, das ist meiner. Hallo, hör auf zu ziehen da. Und der marschiert da mal durch, der ist eigentlich gelernter Innenverteidiger, ne? Jetzt die Hereingabe. Und 1-0. Da ist das 1:0, da ist der erste Treffer in diesem Derby. Sanchez. Und zu Belgier, der einmal kommt durch, mal schön gut, dass ich den Ball hinten holt und dann raus durchgeht. Und dann ist es das 0-1. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und das ist schöne Flanke und Sanchez setzt sich gegen 2 durch, schaltet da schneller als der Verteidiger. Und rein ins Glück, 0-1. Da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, Williams. Sehe ich. Sehen. Da kommt der Steilpass. Und 0-2. Ja, nochmal. Doppelschlag. 2 Tore sind sie vorne. Da
Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Svelja, wieder. Ah, schade, diesmal nicht. Moi Gomez. Da wäre Platz auf Außen. Also, 5. Saisontor für Jasa Ball, nur so nebenbei gerade. Also, der kommt auch so langsam in den. Brasanac. Der kommt auch so langsam in den Knick, beziehungsweise in Fahrt, so ist es richtig. Ja, Muniain. Nimmt die Flanke, diesmal kommt er nicht dran. Schönes Ding, ja, gut gemacht. Chapa, der ist Rechtsverteidiger. Die Außenbahn, aber das ist jetzt nicht so. Vorbei. Das war keine Absicht. Nicht besonders, er geht weit vorbei. Williams. Williams zieht dran und 0-3. Schauen Sie sich das an, druckvoll, ohne Ende, perfekt getroffen, der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Tirei. Aber es ist gerade noch kein. Also, wie gesagt, du hast du damit gerade auseinander, mehr oder weniger genommen. Na ja, gut, dazwischen ja, gegangen. Die Bobi. Gefahr erstmal bereinigt. Galan. Ist die spielbestimmte Mannschaft, zeigt sich natürlich auch an der Ballbesitzquote. Zieht dran und 0-4. 29, also hier wird gerade alles zerschossen. Also wie gesagt, du hast das wieder kriegt und gar keinen Zugriff da auf diese Position. 0-4. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Vincedor. Na, ah, verliert den Ball. Da ah. Ist jetzt der Steilpass. Komm jetzt. Nö, Chapa, der einfach kurz dazwischen geht. Der nur Körper reinstellt und dann den Ball abläuft hier. Muniain, wieder der nächste Konterfragezeichen. Na, erstmal nicht. Abgefangen. Budimir. Das macht er sehr gut. Chapa. Ja, wieder nicht. Budimir diesmal. Könnte jetzt was werden. Kann mir so noch offen. Ja, sein Ball. Oh, ja, das war keine Absicht. Der sollte eigentlich nicht von da schießen, sondern er sollte ein Querpass werden. Also ein wahrer Querpass. Warum auch immer der jetzt von der Position geschossen hat. Sanchez. Ja. Jetzt verteidige ich gerade Osasuna besser. Also was heißt besser? Wir sind gerade ein bisschen unfähig. Also das Junge und ja, sein Ball hätte auch durchaus anders gehen können. Ausgehen können. Hier zusätzlich. Oh,
Das war kein Elfmeter, Schiri, das war nochmal der Ball zum Ball gespielt. Und die erste Chance jetzt für Osasuna zumindest mal auf die Ergebnistafel zu kommen. Mit dem Elfmeter. Mit dem Foul-Elfmeter, gelb übrigens nebenbei für. Naja, okay. Sag ich jetzt alles. So, mal gucken, Fragezeichen. Oh, da trifft er die Latte. Und es ist aus. 0-4, also zur Pause doch noch zu 0. Man führt. Viele fragen sich, wie machen die das bloß? Was ist das Geheimnis? Ich glaube, es ist diese Abgebrühtheit. Die beste Auswärtsbilanz holst du dir nicht mal eben so. Nee. Das ist alle. So, Betis, Barcelona, also Espanyol 0-0. Und hier steht es halt 0-4, die Chance noch eine halbe Stunde. Bald ist ja schon Winterpause. Euer Sabal. Abseits. Boah, das war eng. Und das ist einfach viel zu einfach. So einfacher Ballverlust. Aber wie gesagt, den Gott sei Dank gerade so noch rausgebügelt, weil er weggesprungen ist. So, Meldia darf jetzt ein bisschen aufpassen. Der darf jetzt nicht da irgendwie noch was durch. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgebrochen. Und die Reihe verhindert. Den Torschuss. Aber ich werde mal kurz wechseln hin. Jetzt wird es die Auswechslung geben. So, Nunez, Visubeldia, gelb vorbelastet. Es wurde irgendwas passiert. Es wurde einer mit gelb-rot vom Platz fliegt. Okay. In höchster Not, in allerhöchster Not. Gab's als Budimir. Ah, muss Elfer geben. Was, hier gibt es Elfmeter? Wo fährt's? Was gibt's denn Elfmeter? Ey, komm! Das war doch eher ein Foul vom Gegner als von mir. Was gab es denn den Elfmeter jetzt? Er macht das Tor! Und das ist am Ende dann noch das 1-4. Der zweite Elfmeter sitzt dann. Also da weiß ich nicht, was er da gefilmt hat. Also was hat der da jetzt? Was hat der da jetzt gesehen? Im Handspiel? Meiner Meinung nach, wie gesagt, hat der eigentlich der Gegner ja geklammert. Und dann der Ball eiskalt in die Mitte. Clever gemacht. Und wir haben also 1-4 haben wir. Setzt die Klasse durch. So, das wird keine Karte geben. Das ist wahrscheinlich war kein nicht so dramatisches. Das gibt's doch nicht gehalten. Gute Idee von Goyasa, mal da mal reinzuhalten. Aber das ist leider. Ja, das ist durchaus immer noch. Ich sage, Frage. Und das gibt erneut Eckball. Ja. Munjain. Ah, jetzt müssen wir weg. Kommen Sie den Ball nicht raus. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Freistoß von Gegner, okay. Also ich weiß nicht, was er gerade jetzt sieht. Also das war meiner Meinung nach ja sogar noch ein Freistoß für mich. Die Balleroberung. Williams, der hat noch gar nichts getroffen heute. Das kann aber auch sich ganz schön in einer nicht so ist es. 1-5. Also das Ding ist durch. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus, war aber clever gemacht. Und mit dem Spielstand von 5-1 geht es hier weiter. So, also doch noch Tore auf jeden Fall. 6 Stück insgesamt, 1-5 oder was? Aber Pflichtsieg, wie gesagt, eigentlich ist es ein Pflichtsieg gewesen. Sevilla, okay, da kann man gegen die kann man verlieren. Williams. Williams! Und Herrera verhindert den nächsten Gegentreffer. Hab dich. Ich hab's gerochen. Sanchez und Herrera. Also für den hat jetzt gerade so ein bisschen gegen Girona, der wird der nächste Gegner. Jetzt
kommt die Ecke. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Und Freistoß für uns. Oh, wenn der Keeper, den hat der aber rund rausgeholt, weil der den schöner weggedreht hat sich. Schade, den habe ich sogar drin gesehen, den Ball. Das war eine gute Chance von Muniain. Ecke kommt in den 16er. Erstmal der Befreiungsschlag. Oh ja, sein Ball. Oh ja, sein Ball und das gibt eine Karte. Das ist erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Das war, glaube ich, auch nicht mal das erste von ihm. Also muss es eigentlich da mit dem Naridan, ja, mal gucken, ob es da eine Karte gibt. Es gibt natürlich Gelb. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Viel zu spät gekommen da von den. Ja, Gelb. Okay, ja. Kann auch was anderes gehen. So, mal gucken. Kein besonders guter Freistoß. Schade, ich krieg gerade. Ich würde gerne mal so ein Freistoßtor machen. Also mit FIFA 23 auf der PS4 haben wir es schon hingekriegt, ja. Mit so einer Stern haben wir ja zweimal welche versenkt, aber. Der Ball kommt nicht durch, abgeblockt. In Kiel damals haben wir zwei direkt versenkt, aber jetzt hier noch nicht. Da konnten sie nichts draus machen. Also Fieser, ein Tor auf jeder Seite in der zweiten Halbzeit erst. 9 Minuten bis zum Ende. Iwobi. Gut durchgesetzt. Budimir! Und damit gewinnt Osasuna wahrscheinlich sogar die zweite Halbzeit. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Zumindest wieder aus. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Guter Pass jetzt. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Jetzt könnte der Pass kommen. Osasuna steht aber da hinten auch ziemlich sicher. Schussversuch. Einfache Aufgabe. Kaspar. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Sie wechseln also aus. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Und damit wird Osasuna dieser Partie, also diese Halbzeit gewinnen zumindest. Da kommt der Schlusspfiff, jetzt tut sich hier also nichts mehr. Also 2-5, da am Ende die drei Punkte. Klarer Sieg also am Ende für die Mannschaft mit der besten Auswärtsbilanz. Ja, war ja fast klar, dass sie auch hier wieder gewinnen. Ja, man hat einfach gesehen, Selbstbewusstsein ohne Ende bei Auftritten auf des Gegners Platz. Sie haben hier nie Zweifel aufkommen lassen, wer die bessere Mannschaft ist. So, gut, dann haben wir es. Ja, 4 schnelle Tore nach einer halben Stunde. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann aber ordentlich gefangen. Real Betis schlägt Barcelona, also der Espanyol mit 2-1. Und jetzt haben wir noch nicht ganz Winterpause. Es ist noch ein Spiel. Oder? Es müsste 19 sein. Ja, so ist es auch. Ein Spiel haben wir noch. Gegen Girona. Und dann ist Winterpause. Und dann schauen wir mal, was so auf der Liste passiert. Ich werde mal was kurz probieren, ausprobieren. Fällt mir gerade ein bisschen noch ein. Ich will ja vielleicht im Winter den einen oder anderen umtrainieren. Was hast du nur für einen Fuß? Was hast du nur für einen Fuß? Entwicklungsplan. Ich werde dich auf Linksverteidiger umtrainieren. Könnte. Oh, könnte. Doch, eigentlich schon wäre sinnvoll, oder? Als den auf LV zu trainieren. Dich auf LV zu trainieren? Warte mal.
Entwicklungsplan, welches das? Geht das hier ein bisschen schneller? 169 Wochen trainiert auch den schwachen Fuß. Doch, durchaus kann das passieren. Also wenn ich die zwei auf trainiere, auf Position trainiere. Ja, okay, passt soweit. Also gut. Chapa, sag ich auch. Könnte eigentlich. Ja, ist tatsächlich sogar schon zu alt eigentlich für mich. Endverteidiger. Als LV zu trainieren. Ja, ich kann mal gucken, ob ich zu scouten oder so. Hab ich noch was im Dings mit der Jugendakademie als auf die Position? Nee. Eigentlich nicht. Leider. Schade. Ich hätte gedacht, vielleicht um was auf der. Auf jeden Fall das nicht. Scouts. Sollte irgendwann. Warte mal. Nee. So ein kleiner Kerl, Geld dafür. Gut, okay. Dann haben wir das leider so. Erstmal. Wir sollten auch ein bisschen umtrainieren. Chapa kann eigentlich theoretisch als Linksverteidiger trainieren, spielen. Gut. Ich mach mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen Girona.